Zeit ganz viele Fragen zu meiner Ausbildung als Ernährungscoach bekommen habe, habe ich gedacht, komm, ich mache mal ein kurzes Video darüber, was meine Ausbildung alles hat, die Vorteile und Nachteile. Und ja, hier ist es. Wie ich überhaupt zu dieser Ausbildung gekommen bin, ist ein spannender Weg. Ich habe ja die Diagnose Zöliakie Anfang 2015 bekommen und seit da interessiere ich mich extrem für Ernährung. Eigentlich schon zuvor, aber seit da halt noch ein bisschen mehr. Und das hat einen Ausschlag gegeben, dass ich mal umgeschaut habe, was es für Ausbildungen gibt zum Ernährungscoach. Und da habe ich diese von Arkain gefunden und ich finde die super und die passt perfekt zu mir. Und deshalb habe ich die auch begonnen. Was ich an dieser Ausbildung am meisten liebe, ich kann sie überall hin mitnehmen. Entweder hier beim wunderschönen Wetter, am See, am Strand, unterwegs, im Bus, im Flugzeug, einfach überall, sie ist immer mit dabei. Was auch sehr schön ist, ich kann in meinem Tempo lernen. Wenn ich mehr Zeit habe, kann ich mehr lernen. Wenn ich weniger Zeit habe, lerne ich halt ein bisschen weniger. Wenn du mal eine Frage hast, dann geh einfach ins Internet, ins Forum. Da kannst du die Experten direkt fragen und dich auch mit anderen Studenten austauschen. Und du kannst natürlich auch mit dem Handy, mit dem App, deine Unterlagen überall einfach und locker abrufen und unterwegs lernen. Natürlich hat diese Ausbildung nicht nur Vorteile, es gibt auch gewisse Dinge, die nicht ganz so einfach sind. Zum Beispiel eben, du musst dich hinsetzen und niemand befiehlt dir, jetzt musst du lernen, du musst selbstdiszipliniert sein und so kannst du die Ausbildung erfolgreich abschließen. Ansonsten wird es ganz, ganz schwierig. Ich hoffe, dir hat der kleine Einblick gefallen und du weißt jetzt ein bisschen genauer Bescheid über meine Ausbildung. Vielleicht hast du auch selbst Lust, Ernährungscoach zu werden. Dann schau unbedingt bei akm.ch vorbei. Da gibt es die ganzen Infos und ja, alles Mögliche, was du noch wissen willst. Wenn du auch noch eine Frage hast, poste es gerne unter dem Video in die Kommentare. Und ja, ich hoffe, ich sehe dich wieder im nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Tschüss. So macht Lernen Spaß.